Hallo ihr lieben Naschkatzen. Heute gibt es mal ein Video für euch, was ein bisschen anders ist. Es ist zwar auch ein Aufgebraucht, allerdings habe ich diesmal keine Haushaltsprodukte aufgebraucht, sondern Lebensmittel. Wobei wir das vielleicht eher beschränken sollten auf Süßigkeiten. Zwei Teile sind auch wirklich Lebensmittel, im Sinne von man macht sie sich warm. Die anderen Sachen sind eher Süßigkeiten. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, ich würde sagen, wir starten mit den beiden Produkten, die keine Süßigkeiten sind, damit wir das erledigt haben. Es sind zwei Uncle Ben's Produkte, diese beiden. Und zwar ist das der Expressreis von Uncle Ben's. Einmal dieser griechische Jewetsch-Reis. Jewetsch? Ich kann es leider nicht so gut aussprechen. Also dieser hier. Und einmal der mediterrane Reis. Fand ich beide sehr lecker, muss ich sagen. Also hier steht perfekt in 2 Minuten auf beiden. Und der eine, ich weiß gar nicht, was da noch so mit drin ist. Muss ich mal schauen. Gewürze und Kräuter, bla bla. Bei dem anderen sind auf jeden Fall auch noch Erbsen mit drin. Ich muss kurz erst, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Also bei dem griechischen hier, da ist Spitzenlangkornreis mit Tomaten, roten und grünen Paprika, Erbsen, aromatischen Kräutern drin. So, und bei dem mediterran ist Spitzenlangkornreis mit Tomaten und Kräutern einfach nur bei diesem hier. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die beiden einfach zusammen in einem Topf fertig gemacht. Man muss einfach nur ein bisschen Wasser in den Topf machen. So ein, ich glaube, insgesamt waren es 6 Esslöffel oder so. Maximal. Und dann muss man den Reis dazugeben und ja, einfach warm machen. Und dazu gab es eine Gyros-Creme bei mir und einfach ein paniertes, ein mariniertes Grillfleisch. Also ihr könnt auch einfach Gyros dazu machen oder, ja, das schmeckt auf jeden Fall super gut und man kann das super gut kombinieren. Also finde ich echt klasse. Hat reduziert beim Lidl 1,15 Euro, glaube ich, gekostet und dafür finde ich das echt richtig lecker und gut. Also dicke Empfehlung an dieser Stelle. Dann mache ich mal mit etwas Gesundem weiter. Gesunde Süßigkeiten sozusagen. Und zwar sprechen wir hier über Corny. Corny Free. Einmal hier mit Kirsche-Joghurt und einmal mit Haselnuss. Wir haben auch noch, ich glaube, weiße Schokolade und normale Schokolade gehabt. Aber ich glaube, die haben wir sogar noch. Oder ich habe die Packung weggeschmissen. Auf jeden Fall hat der Mann die ganz oft gegessen. Als er in seiner Diätphase war. Im Moment ist die so ein bisschen unterbrochen, die Diätphase. Aber ja, in der Diätphase hat er die ganz oft gegessen. Und die hatten, glaube ich, 2 Punkte. Er hat Weight Watchers gemacht und ich glaube, die haben 2 Punkte, bin ich der Meinung. Oder 3? Ich glaube 2. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die nicht so viele Punkte und die kann man gut snacken. Und ja, ich habe die auch mal eine Weile gegessen, aber ich persönlich mag Müsli-Riegel leider überhaupt nicht. Von daher kann ich euch nicht sagen, ob, also, ne, dass ich sie besonders gut finde, aber der Mann fand sie super toll. Und es gibt da, wie gesagt, mit jetzt mittlerweile 4, 5 Sorten auch schon eine richtig gute Auswahl, finde ich. Und nicht nur, dass man irgendwie 10 coole Müsli-Riegel hat und dann einen Riegel, der so ein bisschen light ist sozusagen, sondern wirklich 4, 5 von diesen Light-Versionen. Das finde ich echt gut. Was definitiv nicht light war. Und was für mich auch ein bisschen anstrengend war, war dieses hier. Ich versuche euch das nochmal eben zusammenzubasteln, so wie es war. Von Nesquik. Nesquik Wafer. So sah das aus. Das sind 5 Stück gewesen. Das sind so dünne Waffelriegel gewesen. Also sie waren lecker. Definitiv waren sie lecker. Da lässt sich gar nichts gegen sagen. Aber sie waren echt schokoladig. Also ihr kennt ja sicher diesen, ich sag mal, diesen Nesquik-Geschmack. Und ich weiß nicht, ob ihr von Nesquik diese kleinen, ja, wie heißen die denn bloß? Also sowas wie Milchschnitte, so vom Produkt her, aber halt von Nesquik, so kleine Schnitten, die man im Kühlregal findet. So vom Geschmack her, nur halt noch intensiver. Und alles sehr schokoladig und für meine Begriffe zu schokoladig. Also wer wirklich auf richtig, richtig viel Schoko steht, der sollte sich die auf jeden Fall holen. Ich kann euch aber nicht sagen, wo es die überall gibt. Also ich habe die hier
bei uns beim Jawohl geholt. Also für alle, die meine Videos gucken und aus Cuxhaven kommen oder aus irgendwo, wo es ein Jawohl gibt, da gab es sie auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich habe die vorher noch nie gesehen, aber ihr könnt ja einfach mal schauen, wenn ihr Interesse habt, ob ihr die irgendwo findet. Vielleicht in so großen Läden. Beim Marktkauf habe ich sie noch nie gesehen, aber vielleicht, oder beim Edeka halt, aber vielleicht beim Real, Kaufland, sowas. Müsst ihr mal schauen. Dann kommen wir zu einer anderen Sache, die tatsächlich auch aus dem Kühlregal ist. Und zwar von Fruchtzwerge. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ob das einen offiziellen Namen hat hier. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall von Fruchtzwerge und das war so eine König der Löwen Edition. Mit Simba hier vorne drauf. Und das ist einfach so ein Quetschi von Fruchtzwerge. Und dieser hier war mit Erdbeere und es gibt auch Banane auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es noch andere Sorten gibt, aber Erdbeere und Banane auf jeden Fall. Und das ist richtig, richtig lecker. Also es schmeckt mir persönlich auch noch ein bisschen besser als so andere Quetschis aus dem Kühlregal. Weil, ja, das ist einfach so der typische Fruchtzwerge-Geschmack, mein Gott, heute kann ich auch überhaupt nicht sprechen, ist. Und ja, kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Dann gehen wir mal weiter zu, ich glaube zu denen. Das haben wir auch jetzt neulich mal ausprobiert, von Katjes Wunderland Black Edition. Das sind einfach so Einhörner und sowas. Und die sind aus Lakritz. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, war das nur... Nee, genau. Das ist eine Mischung aus Fruchtgummi und Lakritz. Ich wollte gerade sagen, das war doch nicht nur Lakritz. Wie gesagt, so sehen die aus und da sind halt Lakritz und Fruchtgummi und so drin und die waren sehr, sehr lecker. Da gibt es ja viele von diesen neuen Versionen. Wunderland heißt diese hier. Ich habe auch irgendwas mit Einhörnern gesehen, wo so kleine Regenbogen und so drin sind. Das ist auch lecker. Und es gibt aber auch irgendeine Packung, die ich gar nicht so geil finde. Aber die hier kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die ist super. Dann mal was etwas Herzhafteres, sage ich mal. Und zwar Pringles. Pringles gehen immer. Wobei das wirklich meine Lieblinge sind. Das sind die normalen, diese originalen. Also die rote Packung. Die finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe relativ selten Pringles. Ich gönne mir die relativ selten, weil ich immer ein bisschen geizig bin und das irgendwie nie hinkriege, die zu kaufen, wenn die im Angebot sind. Und jetzt neulich habe ich die auch bei mir wohl tatsächlich für, weiß ich nicht, 1 Euro irgendwas gesehen und habe gesagt, oh, da muss ich mal zuschnappen. Und ich habe auch gerade gesehen, dass dass die gar nicht mehr so lange haltbar waren. Die waren tatsächlich jetzt nur bis September haltbar. Wahrscheinlich waren sie deswegen auch so günstig, aber ich habe sie ja aufgegessen, also. Ja, die schmecken auf jeden Fall immer sehr, sehr lecker. Und dann habe ich noch ein letztes Teil für euch. Einmal diese, ja, diese beiden süßen Amps. Wie sie wohl heißen, frage ich mich. Max und Moritz wohl nicht, ne? Naja, auf jeden Fall gibt es ja mehrere M&M-Versionen. Und ich liebe einfach die blauen mit dem Crisp drin, sage ich mal. Die gelben mit den, also die normalen, die kann ich mal essen. Ich war vor einer Weile auf einer Feier, da standen die, da habe ich die wohl auch gegessen. Aber das sind nicht meine Lieblinge. Die schokoladigen, da habe ich auch noch so kleine Packungen hier. Ja, die kann man mal snacken, das ist ganz lecker. Aber die hier sind einfach die besten, also meiner Meinung nach. Die sind ganz, ganz toll. Und ich finde leider auch diesen Blauton von der Verpackung ganz toll und ich liebe die blauen M&Ms. Egal welche Sorte, aber ich muss immer zuerst die blauen essen und dann die grünen und dann die restlichen. Ich habe da einen kleinen Tick. Ich habe neulich auch andere probiert. Salted Caramel. Kann man machen, muss man meiner Meinung nach aber nicht. Also ich fand das Karamell innen drin viel zu hart, beziehungsweise... zäh, genau, zäh ist, glaube ich, das richtige Wort. Das Karamell war viel zu zäh und ja, es hat irgendwie nicht so den Geschmack gehabt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Crispies sind immer lecker und leider alle. Ja, die kaufe ich mir auch recht selten, weil auch dafür ich immer ein bisschen geizig bin, ehrlich gesagt. Ja, das war's schon. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Ich habe gedacht, dass ich einfach ab und zu auch mal so ein bisschen was zeigen kann, was wir hier so snacken.
Es ist natürlich schwierig, falls das irgendjemand jetzt hier kommentieren möchte, frische Lebensmittel, also gesunde Lebensmittel hier zu zeigen, weil die habe ich dann ja aufgegessen und in der Regel sind die ja nicht verpackt. So ein Apfel oder eine Gurke oder sowas. Ich versuche aber natürlich auch so ein bisschen Sachen, die ich selten habe, hier mit reinzunehmen. Also jetzt nicht euch jedes Mal das gleiche Produkt zu zeigen oder Sachen zu zeigen, die, ich weiß nicht, wenn ich eine Packung Mehl kaufe, ist das recht unspektakulär. Ich kann euch an dieser Stelle spontan nochmal eins meiner allerliebsten Produkte zeigen, die ich hier gerade stehen hatte. Ist noch was drin, aber naja. Und zwar ist das von Lipton, der Eistee. Das ist ein Produkt, ohne das ich leider nicht leben könnte. Was vielleicht auch ein bisschen zu ständig ist für einige Bereiche an meinem Körper. Ich liebe Lipton-Eistee. Ich liebe diesen hier, der jetzt Lemon ist. Normal. Den Lemon Zero. Peach Zero. Ich liebe auch ganz stark den mit Raspberry. Den gibt es leider nicht in Zero, aber der schmeckt auch sehr geil. Mit Blubber mag ich nicht so gern, muss ich sagen. Also mit Kohlensäure. Und ich glaube, es gibt noch einen grünen Tee, den habe ich noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Aber hier Zitrone und Pfirsich sind meine absoluten Lieblinge. Und ich trinke wirklich, Schande über mein Haupt, eigentlich fast jeden Tag Eistee. Das ist so mein Hauptgetränk. Ich muss mich immer schon dazu zwingen, zwischendurch immer Wasser zu trinken oder auch mal einen Tee oder von mir aus auch mal einen Saft, irgendwas anderes halt, ne? Aber ja, I love it. So. Das wollte ich noch kurz gesagt haben. Ich würde sagen, wir sind jetzt fertig mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschö mit ö.